Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Alien Isolation hier auf unserem Kanal Mario und Rall Entertainment. Ich bin Mario und ich begleite euch durch dieses Spiel. So, wir werden wieder sehr nett von Aliens verfolgt. Gehen Sie zum Maschinenraum. So, wir sollen doch, hat er gesagt, zur Krankenstation. Oder? Wo geht's hin? Wir müssen den richtigen finden. Ich weiß ja nicht, welcher der richtige ist, weil die führen doch alle woanders hin, habe ich gedacht, oder? Einfach mal alle rufen. Ach, geht gar nicht. Ach, der Strom ist dann weg. Cool. Ich glaube, das wäre hier der richtige gewesen. SkyMed Tower. Ja, wir müssen zum SkyMed. Ja, dann gehe ich doch dahin. Was ist denn los heute mit mir? Heute bin ich ja gar nicht gesprächig jetzt. Poh. Keine Ahnung, vorhin war ich ein bisschen gesprächiger. Das ist die zweite Folge, die ich heute aufnehme, wegen der ganzen Vorbereitung und so weiter, wegen dem Livestream und so weiter. Und ich bin auch ein bisschen durch gerade. Ist echt viel zu tun, also es wird echt mega, was wir das jetzt machen. Und ja, jede Menge Bilder zu erstellen und die Kameras einrichten. Wir nehmen mit mehreren Kameras auf. Und dann gucken, wie wir was machen, wie wir alles aufstellen, wo jeder sitzt und alles mögliche. Das wird echt ein bisschen was Aufwendigeres. Dann was man wann spielt und so weiter und wie man den Ablauf macht. So, und ich bin gespannt, echt, wahrscheinlich wieder jede Menge Aliens. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt, warum haben Sie mich denn hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlo hat es geschafft, die Autopilotencodes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanzanlegestation. Es sind Kurzstreckenshuttle, aber das reicht. Verstanden. So, vorher aber nochmal speichern. Ich weiß, wir haben gerade den Ladebildschirm übersprungen. Nach dem Laden ist gespeichert, aber ich hab's halt gern hier nochmal. Und ich habe zwar in der letzten Folge gespeichert, mich geheilt, aber das hat halt nichts gebracht, weil es ja nach dem Speichern war. So, haben wir gleich wieder eins. So, bin ich hier eigentlich richtig? Wo soll ich... andere Seite. Schau, ich bin hier eh falsch. Schauen wir mal, ob wir schon rennen können. Wir haben gerade eben erst gespeichert. Also wäre es jetzt egal, wenn er kommt. Außerdem meldet sich ja eh unser Dings hier. Sobald mir irgendwas nicht nach Plan läuft. So, ja, hier lang weiter. Kommt jetzt auf mich zu, kommt's hoch? Nee, das muss ja direkt bei mir in der Nähe sein, das... Ich habe keine Ahnung. Ich fahre jetzt einfach mal nach unten. Sicher ist sicher. So, hier wieder Nina Hagen.
Ah, hier sind wir wieder. Ich habe in der vorletzten Folge... Ich habe einen Start auf meinem Terminal. Marlo hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Ich habe in der vorletzten Folge fälschlicherweise gesagt, das ist Cosma Schieberhagen. Das ist falsch, das ist die Tochter von Nina Hagen, Cosma Schieberhagen. Das ist Nina Hagen. Habe ich auch eingeblendet. Ja. Wir dürfen wohin? Okay. Also dadurch, da hoch, okay, und so weiter. Bestimmt ist der Weg kein einfacher. Komme ich da durch? Scheint auch alles offen zu sein. Sogar Sachen, die ich noch gar nicht freigeschalten habe. Aber hier stand Ende im Gelände. So, hier ist dicht. Andere Seite vielleicht noch. So. Wenn es dunkel ist, ja, dann seht ihr wahrscheinlich noch mehr, weil es während dem Rendern etwas heller gemacht wird. Klar, YouTube macht es dann wieder ein bisschen dunkler. Dem hängt der Darm raus. Na, Digga, alles shit. Anscheinend nicht so. Hey, das Jugendwort des Jahres. Läuft bei dir. Remyngard, mein Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Ich interessiere mich für jegliche Stellungnahme, die Sie mir geben können. Ich erwarte Ihren Anruf. Ich habe hier gewartet, weil ich euch was zeigen wollte. Das da, ja, dem hängt der Darm raus, natürlich. Er ist ja auch beim Zahnarzt. Ah, deswegen gehe ich nicht gern dahin. Oh, was haben wir hier? Ah, Notfallüberbrückung. Scheint alles in Ordnung zu sein. So. Hier gibt es so viele Wege. Hör mal auf. Alter. Ich möchte erstmal die auch ein bisschen kennenlernen. Schau mal, hier gibt es vielleicht noch was Geheimes drinnen. Bevor die Aliens alle da sind, weißt du, noch ein bisschen so Schleichwege gehen. Heute, man merkt es vielleicht heute. Ich bin heute auch nicht so ganz gut drauf. Ich fühle mich halt so. Oh. Haut er sich die Gasmaske ins Gesicht. Lol. Jetzt habe ich schon gedacht, hey. Sieht sich an, als ob der Systemcheck gut verlaufen ist. Einige Schächte müssen noch umgeleitet werden, aber wie mir mehrfach mitgeteilt wurde, gibt es nicht viel, das wir unternehmen können, während sich die Nostromo noch in der Luft befindet. Parker wedelt schon mit dem Papierkram, aber Ripley hört nicht auf, ihm eine von der Sekundärladeeinheit zu erzählen. Ich halte mich vorerst da raus, die wissen schon, was sie tun. Dallas, Captain der Nostromo, Ende. So, Flammenwerferöl haben wir genug inzwischen. So, der einzigste Weg war ja klar, hier lang. Natürlich einen schönen langen gehen. Das Alien will ja auch was zum Spielen haben, ne? So. Also wenn es einfach geht, jetzt einfach nur geradeaus durch und sonst sind wir da. Aber einfach, weißt ja, einfach ist so ein Ding. Aha. Da fängt schon einfach an. Da ist zu. So, jetzt haben wir es auf der Karte markiert.
Vielleicht gibt's da noch einen Durchgang. Oh Mama. Hier geht's ja noch rein. Lass uns erstmal hier noch ein bisschen umschauen. Ich hab gewusst, ich muss ganz außen rum gehen. Das war richtig klar. Oh, Kernspin. Was sonst? Nix. Mist. Da. Ja, weiter. Komm, mach auf. Ich hab echt keinen Bock, dass das Alien... Ich muss komplett außenrum. Tja, beim letzten Mal, wo wir hier in dem Gang waren, konnten wir hier noch durchrennen. Da mussten wir sogar durchrennen. Oh, ich hoffe, die Androiden sind weg von dem Stockwerk. Was? Sie sollten nicht hier sein. Dein Ernst? Ich werde sie einfangen. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt loslege, ja? Hier mal mit der Pumpgun drauf zu halten, ja? War mir klar. Das Wechselsystem. Weißt du, wann wir das letzte Mal gespeichert haben? Da fällt mir gleich der Controller runter. Oh, was soll die Scheiße? Da kann ich ja gleich die Aufnahme wieder nach vorne anfangen. Ich sehe einen Start auf meinem Terminal. Marlo hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Raids hat dir wirklich was angerichtet. Hier war nichts drin, gell? Weißt du was, ich mach das Stockwerk hier schnell, weil ich möchte schon alles einsammeln. Dann schneide ich hier ganz kurz und dann sehen wir uns dann, sobald ich hier diesen Raum hier verlasse. So, wir sind wieder zurück. Ich bin wieder hier in diesem wunderschönen Gang. Wo wir versuchen, die Androiden auszudrechsen. Oder besser gesagt, zu umgehen. Ich gehe nochmal hier rein. Weil die Ausweiskarte, die hätte ich dann schon gern noch. Hier war ja nichts mehr drin, gell? Doch, hier noch. Da, Flammenwerferöl nochmal. So. Hier ist auch noch was. Heißt der asozial? Ich möchte ja nicht mit dem, mich mit dem Androiden anlegen, aber was soll ich denn machen? Weißt du, der schaut auch noch direkt in meine Richtung. Ach ja. Ja!
So, wie sagt man so schön? Also, nach der besten Folge von Alien Isolation kommt heute die schlechteste Folge von Alien Isolation. Ich beende hiermit die Folge und wir haben echt nichts zustande gebracht und heute, ich weiß nicht, das hätte nicht sein sollen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich die Folge hochlade. Ich habe nämlich noch so viel zu tun wegen dem Livestream. Die habe ich also unter Druck aufgenommen. Also verzeiht mir nochmal, weil die Folge so echt mies ist. Jetzt schaut ja eh keiner mehr zu, so scheiße wie die Folge war. Wer bis hierhin geguckt hat, dem danke ich sehr. Den danke ich wirklich sehr. Der ist wirklich ein Fan von uns. Und naja, ich hoffe, morgen wird's wieder besser. Bis dahin. Ciao, Leute.